Das Blaue vom Himmel. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Das Blaue vom Himmel. Nach einem Drehbuch von Billy Wilder, 1932 gedreht. Ein hochinteressanter Film, wie ich finde. Man sieht in vielen ergreifenden und interessanten Filmaufnahmen das alte, unzerstörte Berlin. Und es ist ja schon mal eine Reise in die Vergangenheit, die sehr seltsam ist und die sich auch durchaus lohnt. Eine belanglose Handlung im Grunde, aber zauberhaft gespielt und sehr witzig, noch ganz im Weimarer Geist inszeniert. Die Handlung ist die eines Postfliegers, der dargestellt von Hans Thiemig, der sich in das Fahrkartenabnehmensmädel einer Berliner U-Bahn-Station verliebt. Es kommt dann im Verlauf dieses Films nach vielen Verwicklungen zu einem galant erotischen Höhepunkt, der im Grunewald stattfindet. Der Postflieger gerät mit seinem Doppeldecker in ein Unwetter, muss notlanden, schreckliche Trickszene, und trifft unter einem Baum stehend schutzsuchend auf Martha Eggert, die auch da sich im Regen aufhält und schlottert und friert in ihrem weißen Sommerkleid. Und natürlich nimmt Hans Thiemig seine Fliegerjacke, seine Lederjacke, legt sie um ihre Schultern, führt sie unter den Flügel seines Doppeldeckers, um ihr Schutz gegen den Regen zu gewähren, und bricht dann unmittelbar ein Gesang aus und singt: Ich könnte jetzt zu Ihnen sagen, ich liebe dich, I love you. Das ist zauberhaft. Das hat man gerne gemacht in jenen Jahren, zumal in den Erich-Bommer-Filmproduktionen, dass man unmittelbar aus der Handlung in den Gesang überging. Haben Sie einfach viel Spaß, wenn Sie den Film noch nicht gesehen haben. Er ist hinreißend gespielt und mit leichter Hand inszeniert und zeigt eine Welt, die schon lange, lange untergegangen ist. Und man macht sich manchmal Gedanken darüber, wie es denn gewesen wäre, wäre das alles im Januar 1933 nicht passiert. Es ist leider müßig, meine Damen und Herren. Darum richten Sie den Blick jetzt noch ein letztes Mal hinauf in die blauen Höhen über den Apenniner Berg in Italien. Und steigen Sie im Geiste hinunter in die dunklen Schächte der Berliner U-Bahnen und genießen Sie mit mir das Blaue vom Himmel.